Heiligtümer, genau. Ich brauche ein paar Heiligtümer, klar. Am besten die des Todes. Wir sind ja nicht bei Harry Potter. Wäre aber toll. Ja, ne? So ein Zahn machen. Also, ich erinnere mich noch, im ersten Teil, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es PC-Version war oder PlayStation-Version, ich hatte ja beide. In einem musste man den Tarnumhang wirklich relativ häufig nutzen. Da gab es sogar eine Mission, eine Aufgabe, da musste ich mich nachts durch irgendeinen komischen Irrgarten schleichen, überall Lehrer und sonst was und ja. Durfte mich halt nicht erwischen lassen und dann musste ich den Tarnumhang mehrfach benutzen. Natürlich nur zeitlich begrenzt, sprich, wenn ich so einen Tarnumhang eingesammelt habe, dann konnte ich, 30 Minuten oder so unsichtbar an den Lehrern vorbeirennen. Und wenn ich halt sichtbar war, musste ich mich vor den Lehrern verstecken, damit die mich halt nicht sehen können. Logisch. Ja, Harry Potter halt, ne? Ich bin so ein Idiot. Weg, 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 weg. Die Heiligtümer reißen ab, die bauen auf der anderen Seite. Ja, ohne Scheiß, wenn du an die Ziege nicht mehr drankommst, dann kill halt die andere mit zweite Ziege. Gott verdammt. Arkanthos, ein Koloss steht für euch bereit. Ich kann nur so stur sein. Also wie gesagt, im Moment die baue ich dann besser auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite habe ich eindeutig mehr Platz. Und da mir eine Armee auf der anderen Seite nichts bringt, baue ich die Monumente dort. Dann kann ich den anderen Standort dafür benutzen, Dinge zu bauen. Kaserne und Waffenschmiede und so Zeugs. Monument für Dorfbewohner, Monument für Soldat, also Monument des Priesters, Monument für Pfarrer, dann gibt es glaube ich noch das Monument für Götter. Und je mehr man von diesen Dingen in Besitz hat, umso mehr Gunst bekommt man. Ist natürlich doof, dass man nur 5 Stück haben kann. Wäre schön, wenn man die vom Gegner vielleicht nur übernehmen könnte oder so, dann könnte man dadurch noch ein bisschen mehr Gunst sammeln, aber ist im Spiel nicht vorgesehen. Also entweder hat man sie und dann wartet man auf die Gunst, bis man die Gunst hat, die man braucht und man hat eben keine Gunst. Und ja, das letzte Monument ist für Götter. Oh, das kotzt mich so derb an. Hier sind zwei Kolosse. Und ich kann sie nicht rüberfahren, weil der Kanal voller gegnerischer Schiffe ist.
Zum Kotzen sowas. Sind auch bald geschlachtet. Also bauen wir mal ein paar Kriegsschiffe. Kein Transportschiff, Kriegsschiff. Kebenit. Kann dann mal versuchen, damit hier mal so einen Turm anzugreifen. Auch wenn es nicht einfach wird. Das geht schief. Das weiß ich jetzt schon, dass es schief geht. Das sieht sogar ein Blinder mit dem Krückstock. Schatzi? Ja? Welchen Untergott soll ich anbeten? Neftis oder Hathor? Neftis. Neftis. Okay. Da muss ich jetzt gerade mal Danke sagen, weil Neftis ist mir sowieso lieber. Ja, die hat als mythische Einheit Skorpionmänner. Und was ist, warum ist es dir lieber? Ja, Skorpionmänner halt und dann noch der göttliche Zauber, Ahnenarmee. Arcanthos, ein Koloss steht für euch bereit. Den kann ich irgendwo aufs gegnerische Feld machen und dann tauchen da ein Haufen Skelette aus dem Boden aus und kämpfen ein paar Minütchen für mich. Aber nur ein paar Minütchen, nicht länger. Und sie hat natürlich auch noch die mythische Einheit Leviathan. Gegen Schiffe steht natürlich sehr gut, ne? Ja. Gegen die Türme, die hier am Ufer stehen, gegen die kann mein Leviathan zwar nichts machen, aber gegen die Schiffe schon. Ich sollte halt auch einen Leviathan machen, aber solange die Türme noch da sind, bringt es nichts, wenn ich einen Leviathan erforsche. Weil die Türme würden ihn sofort wieder wegklatschen. Vielleicht mache ich doch mal einen. Oder zwei. Nee, geht nicht. Ich habe nicht genug Gold dafür. Es war scheiße, dass ich noch fünf Leute rübergeschickt habe zum Goldbachen.
Faule Bauern werden nicht geduldet. Zögern die Arbeit. Oder wollt ihr den nächsten Tag nicht mehr erleben? Ist das böse, wenn ich faule Arbeiter töte? Nee. Ja, ich glaube auch nicht, gell? Warum soll das auch böse sein? Oh, ihr seid schon fertig mit den Bäumchen. Gut, dann macht ihr am besten hierhin weiter. Die gesamte Landschaft. Was? Ist unfassbar. Was ist unfassbar? Kaum hört man einmal das Wort Döner, kriegt man voll Bock drauf. Jetzt meine Frage, wo hast du bitte das Wort Döner gehört? Im Video. Welches Video? Und früher. Was für ein Ding? Der hat gesagt, ich aim wie ein Döner. Ich aim wie ein Döner. Ist auch mal eine interessante Aussprache. Ja. Ich auch sagen, ich aim wie ein Big Mac. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Nee. Ich aim wie ein Bopper. Wie ein Bopper? Wie ein Big King. Ich aim wie ein Big King. Big King. XXL, ne? Ja. Into you.